Hallo, liebe Weggefährten, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir bearbeiten heute den zweiten Teil der Fragestunde. Frag Andreas, genau. Die ersten fünf Fragen habe ich euch bereits beantwortet und hier oben ist irgendwo so ein Link, wo ihr draufklicken könnt. So, und jetzt kommen die nächsten fünf Fragen und hier ist die erste. Und wie ihr wisst, ich brauche immer meine Brille, um zu lesen. Caro Berker schreibt, hallo liebe Caro, ich habe zwei kleine Hunde und bin bei Hundebegegnungen schnell besorgt, dass größere Hunde meine verletzen könnten, falls es Zickereien gibt. Wie kann ich meine Angst ablegen und meinen Hunden mehr Vertrauen schenken? Ja, Caro, sehr gute Frage. Also, ich finde, du schreibst ja schon, wenn es Zickereien gibt. Sind deine Hunde zickig? Oder gehst du davon aus, dass andere Hunde zickig sind? Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, gerade bei kleinen Hunden, dass diese erwachsen werden dürfen. Gerade kleine Hunde werden oftmals auf den Arm genommen, die werden verhätschelt, die werden vertätschelt, die werden vermenschlicht und die bekommen dann irgendwann, genau, ein zickiges Verhalten. Die lernen dann oben auf dem Arm andere Hunde anzubellen, die werden sehr empfindlich, die sind sehr schnell gereizt, die sind sehr schnell überfordert, die haben sehr schnell Angst, weil sie eben den Kontakt zu Hunden nicht herstellen können. Wenn wir Menschen, in dem Fall du, Caro, vielleicht Angst hast, dass deine Hunde gebissen werden könnten. So, jetzt gebe ich dir den Tipp. Ich habe ja hier im Revier für Hunde mit meinem Team zusammen pro Tag ca. 30 bis 40 Hunde in einer Gruppe. Und da sind sowohl 60 Kilo Hunde bei, als auch 5 Kilo Hunde. Und das klappt alles super. Warum? Weil wir keinen Stress damit haben. Und die Hunde lernen sich gegenseitig Schritt für Schritt kennen. Gerade ängstliche kleine Hunde brauchen eine gewisse Zeit, um sich an große Hunde zu gewöhnen. Und du brauchst auf jeden Fall mit deinen Hunden andere Hunde, die sehr sozial sind. Du musst den Kontakt zu ganz ruhigen Hunden suchen, damit deine kleinen Hunde erstmal lernen, ach, von großen Hunden geht keine Gefahr aus. Und das ist jetzt nach draußen für euch alle ein Weckruf. Schließt euch wieder ein bisschen mehr zusammen. Sprecht nicht übereinander, sondern sprecht miteinander. Geht miteinander zusammen spazieren, sowohl die kleinen als auch die großen Hunde und hab Verständnis füreinander. Ja, es gibt Hunde, die sind dann auf dem Arm und kläffen die ganze Zeit rum. Da finde ich es wichtig, diese Menschen nicht zu verurteilen, weil die lieben ja nun mal auch ihre kleinen Hunde. Ihr kennt alle diese Sprüche, wenn die Menschen mit ihren großen Hunden sagen, ach ja, da kommt der wieder mit der kleinen Fußhupe oder so. Seid ehrlich, ihr kennt das, aber versucht bitte echt mal ein bisschen mehr Verständnis zu haben, weil auch die kleinen Hunde werden von ihren Menschen geliebt, nur viele Menschen wissen es halt einfach nicht besser, wie sie mit ihren Hunden umzugehen haben. Also, für dich, Caro, die große Bitte, setz deine Hunde auf den Boden. Lass sie immer unten laufen und wenn ein großer Hund kommt, dann frag den Hundebesitzer, ob er verträglich mit kleinen Hunden ist. Nicht nur, ob er verträglich mit Hunden ist, sondern ob er sich mit kleinen Hunden auskennt. Das ist super wichtig, weil umso häufiger es passiert, dass deine Kleinen einfach überrollt oder überrannt werden von irgendeinem großen Tölpel, ne, da musst du aufpassen. Und dafür sollte dann auch der andere Hundehalter sorgen, dass so etwas nicht passiert. Also ein angemessenes Verhalten zu kleinen Hunden finde ich enorm wichtig. Ich habe zum Beispiel eine große Hündin, die heißt Marie. Und der kannst du wirklich so ein Händchen voll Hund hinsetzen. Und die ist super vorsichtig, weil ich ihr beigebracht habe, dass sie sich angemessen und ruhig und diszipliniert anderen Hunden gegenüber verhalten soll. Vor allen Dingen den kleinsten. Es ist ja nun egal, ob es ein Welpe ist oder ob es ein alter kleiner Hund ist. All die Schwachen, die dürfen von den Großen nicht überrannt werden oder zu sehr bedrängt werden. Deshalb, Caro,
Geh und suche dir Menschen, die souveräne, große Hunde haben und geh gemeinsam mit ihnen spazieren. Ansonsten noch mein Tipp, wenn du eine Hundetagesstätte in deiner Nähe hast, ja, dann bring deine zwei einfach ein- oder zweimal in der Woche in die Hundetagesstätte, weil da können sie auch lernen, mit anderen großen Hunden zurechtzukommen. Gut, wenn du zu viel Angst hast, jetzt in solche Situationen reinzugehen und brauchst Unterstützung, ja, dann geh bitte zu einem professionellen Hundetrainer oder Hundetrainerin und lass dich unterstützen. Gut, bis dahin. So, ihr Lieben, ich komme zur nächsten Frage und die kommt von Sarah Biermeier. Hallo, lieber Andreas und liebes Team. Ach, das ist schön, dass du auch mal mein Team erwähnst, weil ohne die wäre ich nichts. Wir haben einen kleinen 7 Monate alten tollen Rüden. Wir möchten ihn irgendwann gerne kastrieren lassen, um ihm in Zukunft jede Menge Stress zu ersparen. Dass es jetzt noch deutlich zu früh ist, ist uns durchaus klar, aber was ist eigentlich ein guter Zeitpunkt und wie lässt sich dieser abschätzen? So langsam fängt unser Zwerg an zu markieren. Wie geht man am besten damit um? Was, wenn er Rammelversuche unternimmt? Ist er wirklich stressig? Und sollten wir das vielleicht sogar zulassen? Wir fänden einen Beitrag hierzu wirklich super und vor allem hilfreich, um später eine gute Entscheidung für unseren Cooper treffen zu können. Herzliche Grüße. Mit Bild sogar von Cooper dabei. Hi Cooper, du bist ja wirklich ein ganz kleiner süßer Fratz mit großen Ohren. Ja, liebe Sarah, das große Thema mit der Kastration. Also, ganz klar vorweg, die Entscheidung über eine Kastration bei Hunden trifft nicht der Hundetrainer, sondern der Tiermediziner. Ich finde, es gibt ganz wenige Gründe, warum man einen Hund kastrieren lassen sollte. Also wenn zum Beispiel ein Rüde, der jetzt 4 oder 5 Monate alt ist oder 6 und fängt an, sich das Muskelshirt anzuziehen und prollt da mal so ein bisschen rum und markiert und hat vielleicht schon einmal ein Kissen gerammelt. Wenn man dann glaubt, man sollte diesen Hund sofort kastrieren lassen, nur weil der hündische Verhaltensweisen zeigt, dann ist man auf einem falschen Weg. Dieser Hund fängt an, ja, sich auszuleben, sich zu entdecken. Der wächst gerade noch in seinen Geist und in seinen Körper rein. Wenn wir dann hingehen und machen da direkt diesen klaren Cut mit der Kastration, dann kommt er nicht zum Ende seiner Entwicklungsphase. Leute, also, ich bitte euch, eine Kastration ist doch kein Allerheilmittel, nur weil ein Hund jetzt in irgendeiner Form unerwünschte Verhaltensweisen zeigt, mit ihm zum Tierarzt zu fahren und ihn kastrieren zu lassen. Wenn ihr mal überlegt, okay, ich spreche mich selber an, ist für euch einfacher. Als ich 15, 16 war, auch schon mit 14, also mein Vater wäre so manches Mal gerne mit mir zum Tierarzt gefahren und hätte mich gern kastrieren lassen. Ich muss den jetzt einfach so raushauen. Warum? Weil, hey, ich hatte einfach Verhaltensweisen, wo mein Vater und auch meine Mutter wirklich die Krise bekommen haben. Ich war manchmal auch so mit 16, ja, also kam ich so in so eine Macho-Phase rein und dann habe ich ja auch, wir Jungs, wir markieren doch auch. Also, schaut euch doch mal an, wenn die Burschen irgendwo am Autoscooter stehen oder wenn die irgendwie mit der Gang zusammen über die Straße gehen, dann sind die alle total cool. Ja, ich finde, Hunde sollten in bestimmten Lebensabschnitten einfach das Recht dazu haben, ihre Verhaltensweisen ausleben zu dürfen. Ja, so ist das nun mal. Oder die Hündin, die dann vor ihrer ersten Läufigkeit auf einmal total zart wird und so super empfindlich und dann auch während ihrer ersten Hitze ja ganz, ganz viel Aufmerksamkeit braucht, vielleicht danach auch irgendwelche Ängste erstmal entwickelt. Seid nicht hysterisch. Fangt nicht sofort an, in die Natur einzugreifen. Lasst den Hunden einfach die Möglichkeit, sich zu entfalten. Sollte der Hund irgendwann mit 7, 8 Monaten den ganzen Tag nichts anderes zu tun zu haben, als jetzt das Kissen zu rammeln, euch zu rammeln, draußen unterwegs zu sein, alle anderen Hunde zu rammeln, hat dann im schlimmsten Fall noch den Penis ständig entzündet, ja, dann
sollte man mit dem Tierarzt über eine Schippung, also sprich über eine chemische Kastration nachdenken, um zu schauen, wie der Hund darauf reagiert. Also bitte schaut mit eurem Tierarzt zusammen, wann ihr die Entscheidung trefft, euren Hund kastrieren zu lassen, egal ob Hündin oder Rüde. Und nochmal sei gesagt, wenn ihr glaubt, ihr habt ein Problem mit eurem Hund oder der Hund hat ein Problem mit euch und ihr geht hin und sagt, ja, jetzt soll ich ihn erstmal kastrieren, dann wird er ja ein bisschen ruhiger, ja, dann seid ihr auf dem Holzweg, weil in erster Linie dürft ihr an euch etwas verändern, wenn der Hund bestimmte Verhaltensweisen zeigt. Ihr müsst dann einfach souverän sein. Hey, ihr seid Papa und Mama. Ihr müsst cooler werden dann. Also wenn er dann wirklich anfängt zu markieren und zu rammeln, ja, dann müsst ihr ihm zeigen, was erlaubt ist und was nicht. Aber tut mir einen Gefallen. Bitte in der Entwicklungsstufe eines Hundes nicht einfach mal schnell in die Natur eingreifen. Ich bin jetzt kein Feind von der Kastration, aber ich bin auch kein Freund davon, eine Kastration als Allerheilmittel zu sehen und zu sagen, ja, mein Hund hat ein Problem, lass ich ihn kastrieren und dann ist das Problem weg. Nee, so einfach ist das nicht. Das ist genauso, als kämt ihr zu mir und würdet sagen, Andreas, mein Hund hat ein Problem, hast du vielleicht mal irgendeine Tablette oder einen Drop für mich? Und ich würde sagen, ja, hier hast du eine Tablette, dann ist das Problem weg. Dann kommst du 3 Wochen später und sagst, ich bräuchte noch mal ein Tablettchen, weil er hat jetzt ein neues Problem. Und ich würde sagen, ja, hast du wieder eine Tablette, also wirst du irgendwann von mir tablettenabhängig. Aber du bist diejenige, die sich, oder ihr seid diejenigen, die euch verändern dürfen. Okay, also Kastration ist kein Allerheilmittel und das entscheidet immer der Tierarzt mit euch zusammen. So ihr Lieben, ich komme zur nächsten Frage und die kommt von Belgi Schlang. Hallo liebe Belgi, ich habe einen Hund aus Rumänien adoptiert. Er ist ein Schatz, aber ich kann absolut keinen Besuch mehr in die Wohnung lassen. Er ist sehr angespannt und knurrt alle an. Was kann ich tun, um ihm mehr Sicherheit zu geben? Ja, liebe Belgi, da hast du ein Problem zu Hause. Bedenke eins, ein Hund aus dem Tierschutz braucht immer eine gewisse Zeit, ehe er zu Hause ankommt. Und gerade Hunde aus dem Tierschutz haben oftmals mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Gerade die Hunde aus Rumänien haben ein Problem, vor allen Dingen mit fremden Männern. Ich selber habe ja schon seit über 30, 40 Jahren Hunde aus dem Tierschutz und weiß ganz genau, es gibt das eine Problem, dass der Hund eben zu viel bellt, dass er nicht alleine bleiben kann, dass er Angst vor Menschen hat. Also die Facetten der Problemhunde aus dem Ausland sind groß, aber wenn man sich in Geduld übt, dann bekommt man den Hund seines Lebens. Wenn dein Hund seinen Besuch oder deinen Besuch anbellt und anknurrt, dann ist das mit Sicherheit eine Unsicherheit. Jetzt ist es so, dass ich mir das natürlich gerne mal angucken würde und dazu hätte ich gerne die Möglichkeit eines Videos. Ich mache ja immer Videos von den Situationen und schaue mir dann später mit den Menschen gemeinsam an, wann hat der Hund angefangen zu knurren, wie hat der Besuch reagiert, wie hast du als Halterin reagiert, was hast du getan, hast du auf den Hund eingeredet, hast du geschimpft, hast du ihn weggeschickt. Jetzt suchen wir aber eine Lösung. Ich möchte wie bei allen anderen Fragen auch ganz klarstellen, dass ich das nicht pauschalisieren kann. Also ich bin jetzt hier nicht da, um zu sagen, ja, da machst du mal A² plus B² und fertig. Das ist ja genau nicht meine Philosophie, sondern meine Philosophie ist ja, wir schauen erstmal immer bei uns Menschen hin. Jetzt ist es so, dass ich dich gar nicht kenne und weiß auch nicht, wie du mit deinem Hund bist. Ich weiß auch nicht, wie du mit dir bist. Bist du eher souverän? Bist du cool? Bist du ängstlich? Bist du unsicher? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn du selber eher so ein Wackelkandidat bist und hast dann einen Hund zu Hause, der versucht, deinen Besuch zu kontrollieren oder den am besten rauszuscheuchen, ja, dann darfst du dich stabilisieren. Du darfst einfach schauen, dass du etwas präsenter wirst. Wenn dein Hund hingeht, und andere Leute anknurrt,
dann nimmt er sich das Recht raus, in deinem Haus die Führung zu übernehmen. Auch wenn er es aus einer Unsicherheit oder einer Angst heraus macht, so hat er doch die Schlüssel schon in der Hand und geht auch schon in verschiedene Türen rein. Also nehme ihm die Schlüssel ab und konzentriere dich bitte nicht zu sehr auf sein Verhalten, wenn der Besuch reinkommt. Also sprecht nicht über das Verhalten des Hundes, maßregel ihn nicht und schau bitte einmal, wie weit würde er überhaupt gehen, wenn du ihn lässt. Ist es so, dass wenn der Besuch irgendwelche schnellen Bewegungen macht, dass er dann versucht zuzuschnappen oder haut er dann eher ab? Und wenn er abhaut, was machst du dann? Läufst du dann hinterher und sagst, oh, komm mal her, Schatz im Haus, du brauchst nicht weglaufen, brauchst keine Angst haben. Also sowas ist auch super kontraproduktiv. Was ich dir empfehlen würde, ist, wenn dein Hund wirklich versucht, deinen Besuch zu schnappen oder zu beißen, da gibt es eine gute Lösung. Ein Maulkorb. Ja, tatsächlich. Ja, wenn ein Hund einen Maulkorb stressfrei trägt, kann er damit keine Menschen und keine anderen Hunde beißen. So einfach ist das. Und du hast die Möglichkeit, im Haus die Konzentration komplett auf dich zu richten und auf deinen Besuch. Du brauchst dich nämlich nicht um deinen Hund zu kümmern, weil dieser nämlich gesichert ist. Dadurch haben auch deine Besucher einfach ein viel, viel besseres Gefühl. Jetzt ist es nicht so, dass du einfach hingehen solltest, kaufst direkt beim nächsten Tierfachmarkt einen Maulkorb, ziehst dem Hund den Maulkorb an und sagst dann so, und jetzt ist alles durch. Nein, es ist nur ein Begleithilfsmittel. In erster Linie darfst du dich noch ein Stück weit verändern und dem Hund zeigen, dass es dein Haus ist, deine Zimmer, dein Besuch, dass du entscheidest, wer reinkommt, wer wieder rausgeht. All diese Dinge entscheidest nur du. Deshalb darfst du ein Stück weit präsenter werden. Aber nicht für den Hund, sondern für dich. Und dann wird sich dein Hund genau diese Energie abgucken, dass er weiß, er kann sich auf dich verlassen, er vertraut dir und dass du alles regelst. Das wird ihm dann ziemlich schnell klar. Also, wenn dein Hund Besucher anknurrt, erstmal ein Stück weit ignorieren. Ich würde ihn jetzt nicht schimpfen, ich würde ihn auch nicht zutexten, sondern ich würde ihn erstmal ignorieren. Sollte er dann immer weiter damit machen, dann musst du halt schauen, wie weit geht er, wenn jetzt der Besuch aufsteht und geht einfach mal durch die Küche oder durchs Wohnzimmer. Läuft er den hinterher und versucht, die zu beißen, dann darfst du wirklich über den Maulkorb nachdenken, den du allerdings dann mit einem Hundetrainer oder Trainerin deines Vertrauens langsam an den Hund gewöhnst. Also ein Maulkorbtraining. Und das macht ihr Stück für Stück. Das braucht einfach ein wenig Zeit. Und danach kannst du dann immer noch schauen, will der Hund wirklich zuschnappen? Oder droht er nur? Und droht er aus Angst? Oder droht er aus Revierverteidigung? Und das sind alles so Punkte, wo ich dir sage, da brauchst du, glaube ich, tatsächlich professionelle Hilfe, weil das von außen jetzt so zu lösen, das Problem, das wird nicht klappen. Aber vielleicht konnte ich dir ja schon den ein oder anderen Tipp geben, damit du jetzt ein wenig souveräner wirst, ein wenig stärker wirst, und dann eben den Besuch für dich empfängst und deinem Hund klar und deutlich und unmissverständlich zeigst, dass das dein Zuhause ist. Aber bitte, bitte schimpf den Hund nicht oder versuche ihn irgendwie klein zu machen, nur weil er knurrt. Ich glaube, er knurrt aus Unsicherheit, aus Angst heraus. Das ist in den meisten Fällen bei den Tierschutzhunden so. Und hab bitte ein bisschen Geduld und ich wünsche dir weiterhin einen guten Weg mit deinem Hund. So, meine Lieben, ich komme zur nächsten Frage und die kommt von Daniela Roth. Hallo, liebe Daniela. Wie kann ich meinen Hund im Freilauf in meiner Nähe halten, ohne ständig quatschen zu müssen? Mein Hund läuft immer so weit weg, circa 100 Meter. So kann ich ihn nicht schützen und auch nur schwer abrufen. Ja, Daniela, wie sieht's denn bei euch zu Hause aus?
musst du viel reden, um von deinem Hund wenig zu bekommen? Also, ich fange ja immer zu Hause an, die Probleme aufzulösen, wenn sie denn da sind. Also, wenn du eine sehr enge Bindung zu deinem Hund im Haus hast, aber ihr rausgeht und er sofort sein eigenes Ding regelt, dann habt ihr vielleicht eine enge Bindung, aber du hast in dieser Bindung noch lange nicht die Führung. Deshalb musst du dir die Frage stellen, was läuft vielleicht zu Hause verkehrt? Jetzt weiß ich natürlich nicht, lebst du alleine mit deinem Hund, seid ihr in einer Partnerschaft, sind da noch Kinder anwesend, ist das dein erster Hund, was ist das für eine Rasse? Du merkst schon, ich bin kein Freund von Pauschalisierungen. Also ich brauche immer den Menschen und den Hund, um zu schauen, wie man das Problem auflösen kann. Gut, aber ich versuche dir natürlich jetzt ein paar Tipps zu geben. Wenn du mit deinem Hund rausgehst und er sofort anfängt, einen riesen Radius aufzubauen, was machst du dann am besten am Anfang des Spaziergangs? Du lässt ihn an der Leine. Genau. Und diese Leine ist positiv verknüpft. Die leinst du einfach im Haus schon dran, machst den Hund fest, sagst ihm, hey super, wir gehen spazieren, aber in einer ruhigen Energie. Du bist immer sehr ausgeglichen. Du atmest erst vor dem Spaziergang noch ein paar Mal durch, setzt dich nochmal hin und gehst dann ganz in Ruhe raus. Dann lässt du den Hund eine Zeit lang an der Leine und lässt die Leine immer länger. Im besten Fall benutzt du dann auch eine Schleppleine, damit der Hund eben deinen Radius erweitern kann, aber immer noch mit dir über die Leine in der Verbindung steht. Und dann gehst du hin und machst beim Spaziergang Folgendes. Wenn der Hund ein Stück vorläuft, hast du die Schleppleine, lässt die auf 3 Meter ungefähr, lässt du die los, also hast sie noch in deiner Hand, aber lässt die locker und dann gehst du ein Stück, der Hund läuft ein Stückchen vor, vielleicht 1-2 Meter und dann machst du und drehst dich rum und gehst. Ziehst aber nicht an der Leine. Du drehst dich einfach rum und gehst in die andere Richtung. Wenn dein Hund dich dann überholt, also im besten Fall dir folgt, dich überholt und dich anguckt, schenkst du ihm ein Lob. Ganz kurz nur. Super, fein Maus. Irgendwas ganz Freundliches. Dann gehst du wieder in die andere Richtung und wenn dein Hund dir wieder folgt, gibst du ihm beiläufig wieder ein Lob. Und so machst du das ein paar Mal und dann lässt du ihn auch schon mal 3-4 Meter mit einer längeren Leine vorlaufen und setzt wieder dieses Signal. Umso häufiger du das machst, lernt der Hund, wenn du dein Signal setzt, musst du nicht gucken, wo dein Hund ist, sondern dein Hund muss gucken, wo du bist. Irgendwann machst du es ohne Signal. Das heißt, der Hund hat eine 5 Meter Schleppleine, er läuft vielleicht 3 Meter vor. Du kannst das natürlich nachher noch ausweiten, indem du 10 Meter Schleppleine hast, der Hund läuft 5 Meter vor und du drehst dich einfach rum und gehst. Und dann schaust du mal, ob er die Beziehung zu dir aufbaut. Das ist der erste Tipp, den ich für dich hätte. Zum Zweiten, mach dich einfach ein wenig interessanter auf dem Spaziergang. Sei wirklich der Riesen-Jackpot für deinen Hund. Indem du dich interessant machst, baut der Hund eine Bindung zu dir auf und findet dich dann super. Weil es gibt ja viele Leute, die gehen einfach nur mit ihren Hunden spazieren, aber die haben keine wirkliche Verbindung. Die hängen dann am Handy oder beeilen sich, weil sie irgendwas anderes erledigen müssen, haben zigtausende Gedanken im Kopf und der Hund merkt das und denkt sich, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also da gehe ich lieber meinen eigenen Weg, weil die Energie ist nicht die richtige. Erlebe mit deinem Hund gemeinsam Abenteuer beim Spaziergang. Wenn du interessante Abenteuer mit deinem Hund erlebst, ihr irgendwie mal über einen Baumstumpf klettert oder irgendwas versteckt, irgendwas sucht, du dich auch vor deinem Hund versteckst, dass er dich suchen muss, ihr nachlaufen spielt, also dass ihr wirklich eine gemeinsame, schöne Zeit beim Spaziergang habt, dann wird sich dein Hund mehr auf dich konzentrieren. Aber schau erst mal zu Hause hin, wie ist da eure Beziehung aufgebaut? Hat dein Hund die Hosen an?
Und ist dein Hund eher der Stalker, der dich drinnen die ganze Zeit kontrolliert? Oder ist er eher der Hund, der auch im häuslichen Umfeld dich eher meidet? Also das sind alles so Punkte, die man sich genauestens angucken sollte. Aber wie gesagt, ich kann das nicht pauschalisieren. Ich bin kein Hellseher und ich bin auch kein Freund davon, dass ich jetzt von außen irgendwie sage, zum Zauber und jetzt läuft dein Hund keine 100 Meter vor, sondern er ist immer nur noch bei dir. Das ist ein Prozess, also ihr wächst ja irgendwann auch immer mehr zusammen. Und wenn ihr schon lange zusammen lebt und ihr habt noch immer nicht dieses Band aufgebaut, dieses unsichtbare Band der Beziehung, dann heißt es, wirklich zu Hause hinzuschauen, vor allen Dingen bei sich selber hinzuschauen. Bin ich im Moment wirklich mit mir in meinem Flow? Bin ich wirklich mit mir in meinem Gleichgewicht? Und spürt der Hund vielleicht, dass ich irgendwie nicht interessant genug für ihn bin? Deswegen sucht er sich irgendwelche anderen Punkte. Also das sind alles Dinge, die ihr da beachten solltet. So, ich hoffe, ich konnte dir zumindest ein paar kleine Tipps geben. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der Tippgeber, ne? Die meisten von euch wissen das. Aber ich fange ja immer bei der Selbstreflexion an. Also immer dann, wenn ich ein Problem mit meinem Hund habe, dann schaue ich mir erstmal an, ob ich ein Problem mit mir selber habe. Und dann geht's weiter auf diesem Weg. Vielleicht hilft dir das ja. Also, bis dann. So, ich komme nun zur letzten Frage und eigentlich ist es gar keine Frage, aber ich lese es euch mal vor. Diese Nachricht kommt von Annette Unbescheid. Lieber Andreas, bitte erkläre deinen Weggefährten, dass es eigentlich Menschenerziehung heißen sollte. Die Hunde reagieren oft darauf, wie gut oder schlecht der Halter auch ein Hundeversteher ist. Liebe Grüße, Anne. Ja, liebe Anne, vielen Dank für deinen Kommentar. Es ist zwar keine Frage, aber dennoch finde ich es super wichtig, dass du diese Message mal, ja, hier so öffentlich machst. Denn das spricht mir aus der Seele. Ich bin ja ein Freund von Menschen verstehen und nicht die Hunde nur zu erziehen, sondern die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie sie auf ihre Hunde wirken. Ja, viele Hundehalter haben im ersten Moment augenscheinlich immer ein Problem mit ihrem Hund. Ich bin aber der Meinung, dass wir erst einmal bei uns hinschauen sollten, also in die Selbstreflexion gehen sollten. Bin ich gerade glücklich? Finde ich meinen Job super? Wie fühle ich mich gesundheitlich? Wie sieht meine Beziehung aus? Habe ich Kids oder habe ich keine? All diese Dinge sind ganz, ganz wichtig, wenn wir an eine Beziehung mit einem Hund herantreten. Also, wenn wir einen Hund verändern wollen, dürfen wir erstmal in die Bereitschaft gehen, uns zu verändern. Weil ich finde, es ist mittlerweile ein wenig veraltet, dass wir sagen, okay, der Hund hat jetzt die und die Probleme, da mache ich jetzt einmal das und dann mache ich das und dann hört das auf und alles ist super. Ich finde sogar, dass viele Hunde ihrer Würde und ihrem Stolz beraubt werden, wenn man sie einfach nur kaputt trainiert. Also dem Hund eigentlich das nimmt, was ihn ausmacht, als Typ, als Charaktere, da wird die ganze Zeit rummanipuliert. So lange, bis der Hund dann in irgendein kleines Kästchen in unserer Menschenwelt passt. Denn Hunde, die in unserer Gesellschaft funktionieren sollen, das sind Hunde, die müssen on point immer 150% geben. Die müssen in dieser Gesellschaft alles können. Können wir das auch? Nein. Aber viele Menschen trachten danach, dass sie eben die 150% erreichen. Und dabei vergessen sie eins, ihren Herzensweg. In den meisten Fällen verlieren sich viele Menschen auf diesem Weg und fangen dann an, ja, ihren Partner zu erziehen, ihren Hund zu erziehen, ihre Kinder zu erziehen, die ganze Zeit immer nur weiter, weiter, schneller, besser, höher. Und das macht Stress. Das macht auch dem Hund Stress. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man in erster Linie immer erstmal bei sich hinschaut, bevor man anfängt, einen Hund zu manipulieren. Denn Hunde können ganz
tolle Lehrer für uns sein. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber ich sag euch, wenn ihr mit euren Hunden in die Natur geht, dann folgt ihnen, denn sie kennen den Weg. Sie kennen den Weg durch die Natur. Sie sind euer bester Weggefährte und werdet auch ihr zum besten Weggefährten für euren Hund. Gut, ich hoffe, ich konnte damit auch deinen Kommentar ein wenig beleuchten. Dankeschön. So, das waren die nächsten 5 Fragen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr liked jetzt wieder und kommentiert die Fragen. Ja, ich habe so viele Fragen noch ja im Hintertürchen, aber ich kann natürlich nicht alles beantworten, weil ich habe ja auch noch ein paar andere Projekte am Start, aber dazu verrate ich noch nicht zu viel. Gut, ich freue mich, wenn wir uns wieder hier sehen. Bis bald.